Die Menschen sollen wissen, ob ihr Präsident ein Gauner ist. 1972. Die Polizei in Washington verhaftet 5 Einbrecher mit politischen Kontakten auf höchster Ebene. Ich sagte, wir hatten mit dieser Dummheit nichts zu tun. Wir ahnten nicht, dass das Weiße Haus mit drin steckte. Ich bin kein Gauner. Ich wurde zur Schaltzentrale der Vertuschung. Präsident Nixon steht unter Beschuss. Was wusste der Präsident und wann wusste er es? Er oder wir. Entweder hatte er recht oder wir. Die Fragen und die Antworten zur Geschichte des Watergate-Skandals. Washington, D.C. am 28. Mai 1972. Ein knappes halbes Jahr vor der Präsidentschaftswahl treffen sich in dieser Nacht 5 Männer vor dem Watergate-Gebäudekomplex. Sie wollen ins Hauptquartier des Demokratischen Nationalkomitees im 6. Stock einbrechen. Das wirft die erste der Fragen auf, die dieser Film beantworten will. Wonach suchen die Diebe? Die meisten der Männer sind kubanisch-amerikanische Ex-CIA-Agenten. Ihre Auftraggeber sind der frühere CIA-Mitarbeiter Howard Hunt sowie Gordon Liddy. Beide arbeiten für das Komitee zur Wiederwahl von Präsident Richard Nixon. Bei der Auswahl schauten wir in ihre CIA-Trainings an. Sie waren alle sehr gut. Das waren bemerkenswerte Kerle, alles gute Leute. In einer Meinungsumfrage Anfang Mai hat Präsident Nixon einen 2-stelligen Vorsprung vor seinem demokratischen Gegenspieler George McGovern. Geben Sie uns unser Land zurück! Angesichts des Vorsprungs von Nixon, warum greifen Mitglieder des Komitees zur Wiederwahl des Präsidenten zu illegalen Mitteln? Mitternacht. Hunt und Liddy warten am Watergate-Hotel. Drinnen öffnet der Schlosser der Einbrechertruppe die Tür zum Büro der Demokraten. Minuten später bekommt Hunt eine kodierte Nachricht zugefunkt. Das Pferd ist im Haus, das heißt, die Männer sind drin. 2:30. Der Elektronikexperte des Teams verwanzt 2 Telefone des Büros. Ein paar Minuten später verlassen die Männer unbemerkt das Gebäude. Hunt und Liddy haben einen weiteren Mann in Position gebracht. Ex-FBI-Agent Alfred Baldwin sitzt in einem Hotel gegenüber. Baldwin soll die Gespräche im Büro des Demokratischen Nationalkomitees abhören und alles mitschreiben. Die nächsten 20 Tage überwacht er den Lauschangriff. Was erhoffen sich Nixons Wahlkämpfer davon? 3 Wochen nach dem Einbruch, am 17. Juni, versammeln Hunt und Liddy ihr Team erneut am Watergate Hotel. Eine der Wanzen ist defekt und die Männer sollen das in dieser Nacht in Ordnung bringen. Jeder kennt seine Aufgabe. Baldwin wird dem Hotel gegenüber Ausschau halten, während die Einbrecher die Wanze im Büro der Demokraten austauschen. Hunt und Liddy bleiben im Watergate-Hotel und halten Funkkontakt. 1 Uhr morgens. Der letzte Mitarbeiter verlässt das Büro des Demokratischen Nationalkomitees. Die Männer kommen durch die Tiefgarage ins Treppenhaus. Der Schlosser öffnet die Tür und ein anderer Mann überklebt den Türschnapper. Sie haben den Türschnapper überklebt, damit er nicht einrastete. So konnten sie die Tür einfach mit der Hüfte aufstoßen, rein und raus. Die Einbrecher gehen in den 6. Stock zum Büro der Demokraten. 1:50 Uhr. Der Wachmann Frank Wills bemerkt in der Tiefgarage das Klebeband an der Tür zum Treppenhaus. Er ruft sofort die Polizei. Warum gibt das Klebeband an der Tür Anlass zur Sorge? 3 Polizisten halten nach Dienstende in einem Zivilfahrzeug am Watergate-Gebäude. Der Ausguck Baldwin beobachtet sie, aber die 3 Männer, alle in legerer Kleidung, kommen ihm nicht suspekt vor. Dann sieht Baldwin, im Gebäude geht ein Licht an. Er versucht, die Einbrecher zu warnen, aber es ist zu spät.
Drinnen nehmen die Polizisten die fünf Männer fest. Einer schafft es noch, Gordon Liddy anzufunken. Wir hörten ihn nur noch sagen, sie haben uns geschnappt. Die Polizei findet knapp $2,300 in nummerierten Banknoten bei den Einbrechern. Sie vermutet Geldwäsche oder Fälschung und übergibt den Fall dem FBI. Hunt und Liddy können das Watergate-Hotel durch eine Seitentür verlassen und unbemerkt wegfahren. Am nächsten Morgen wird die Story zwei kaum bekannten Reportern der Washington Post zugeteilt, Bob Woodward und Carl Bernstein. Chefredakteur Ben Bradley setzt die Geschichte auf die Titelseite. Es war ein ruhiger Tag, ein Sonntag. Es war eine normale Polizeistory und nur deshalb interessant, weil sie das Demokratische Nationalkomitee betraf. Aber die Geschichte erregt kaum Aufmerksamkeit. Im Washingtoner Büro von CBS News übernimmt die junge Reporterin Leslie Stahl die Watergate-Story. Ich war gerade eingestellt worden, also absolute Anfängerin. Dass sie mich darauf ansetzten, machte deutlich, für wie unbedeutend sie die Story hielten. 19. Juni. Am nächsten Tag steht der Artikel von Woodward und Bernstein auf Seite 1. Er bringt den Einbruch mit dem Komitee zur Wiederwahl des Präsidenten in Verbindung, denn einer der Festgenommenen ist James McCord, der Sicherheitschef des Komitees. Am selben Tag bekommt Woodward einen Tipp von einem Polizeireporter. Die Einbrecher hatten zwei Adressbücher und einen Scheck von Howard Hunt in ihrem Zimmer im Watergate-Hotel zurückgelassen. Hunts Initialen stehen neben der Abkürzung WH und das bedeutet Weißes Haus. Sofort ruft Woodward im Weißen Haus an und fragt nach Hunt. Der arbeitet dort nicht mehr, aber Woodward macht ihn ausfindig. Woodward sagte zu Hunt, wir wüssten gerne, warum Ihr Name im Adressbuch von einem der Einbrecher steht. Da sagte Hunt nur, oh mein Gott. An Bord der Präsidentenmaschine Air Force One informiert Stabschef Bob Haldeman Präsident Nixon, dass einer der Watergate-Einbrecher für das Komitee zur Wiederwahl des Präsidenten arbeitet. Nixon schreibt in seinen Memoiren, ich konnte nicht viel moralische Empörung aufbringen wegen einer politischen Abhöraktion. 20. Juni. Die Washington Post bringt eine Titelstory über die Verbindung des früheren White House-Beraters Howard Hunt zu den Einbrechern von Watergate. Dort steht auch, dass Hunt bis vor wenigen Monaten für Charles Colson, den Sonderberater Nixons, gearbeitet hat. Als Nixon das liest, ist er entsetzt. Denn einer seiner engsten Mitarbeiter wird öffentlich mit dem Einbruch in Verbindung gebracht. Als Nixons Rechtsberater gehört Colson zum Führungszirkel des Präsidenten, gemeinsam mit Nixons Stabschef Bob Haldeman und seinem engsten politischen Berater John Ehrlichman. Haldeman und Ehrlichman schirmen den Präsidenten so gründlich ab, dass man sie auch die Berliner Mauer nennt. 14.20 Uhr. Nixon ruft Charles Colson ins Oval Office. Colson sagt, zum jetzigen Zeitpunkt habe er keinen Anlass zu glauben, dass das Weiße Haus in den Watergate-Vorfall verwickelt ist. Ich sagte, Mr. President, Sie möchten sicher, dass wir alle aussagen, weil wir mit dieser Dummheit nichts zu tun hatten. Colson kann Nixon damit nicht beruhigen, denn der betrachtet einige Pressevertreter als seine politischen Gegner. Jack Nelson arbeitet für die Los Angeles Times als Reporter im Weißen Haus. Er weiß, wie misstrauisch der Präsident ist. Er war paranoid und die Leute, die ihn schützten, wussten das. Dieses Bild von ihm war draußen im Land nicht so bekannt, aber auf jeden Fall bei all denen, die ihn zu beschützen hatten. Was macht Nixon so paranoid? Öffentlich spielt das Weiße Haus den Vorfall als drittklassigen Einbruch herunter. Doch das Büro des Präsidenten fürchtet weitere Nachforschungen der Presse. Warum sind Nixons Berater besorgt? Was könnte die Presse finden? Haldeman und Ehrlichman haben seit den frühen 60er Jahren jeden Wunsch Nixons treu ausgeführt. Aber in den kommenden Monaten wird Nixon seine engsten Mitarbeiter öffentlich kritisieren. Man hat versucht, diese Fakten zu vertuschen. Sowohl vor der Öffentlichkeit als auch vor mir.
Anfangs wird kaum darüber berichtet und nach 3 Wochen ist die Watergate-Story praktisch aus den Medien verschwunden. Ich weiß noch, wie ich zu meinem Freund Bob Woodward sagte, ich muss die Story abgeben, sie tut meiner jungen Karriere bei CBS nicht gut. Und er sagte, bleib dran, vertrau mir, bleib da dran. 10. Juli. Alfred Baldwin, der während des Watergate-Einbruchs auf Beobachtungsposten war, wendet sich an das FBI. Er sagt aus, er habe nach dem Einbruch Mitglieder des Komitees zur Wiederwahl des Präsidenten kontaktiert und um Rat gebeten, aber keinen bekommen. Baldwin beschließt, sich zu stellen. Er sagt, ich bin vom Komitee verstoßen worden. Baldwin erzählt dem FBI, dass Hunt und Liddy den Watergate-Einbruch geplant haben, im Auftrag des Komitees zur Wiederwahl Nixons. Baldwin bietet sich als Kronzeuge an und wird nie angeklagt. 15. September. Aufgrund von Baldwins Aussage werden die 5 Einbrecher sowie Liddy und Hunt vor einem Geschworenengericht angeklagt. 9. Oktober. Reporter Bob Woodward trifft sich spätabends mit einem vertrauenswürdigen Informanten, den er seit vielen Jahren kennt. Woodward tut alles, um mögliche Verfolger abzuschütteln. Er wechselt die Taxis auf dem Weg zum Treffpunkt. Eine Tiefgarage in Ruslin bei Washington. Woodward erfährt, dass Mitglieder des Komitees zur Wiederwahl des Präsidenten nicht nur am Watergate-Einbruch beteiligt waren, sondern auch an anderen politischen Sabotageakten gegen Nixons Gegner. Gegenüber der Washington Post weigert sich Woodward, den Namen seiner anonymen Quelle zu offenbaren. Seine Kollegen geben dem Unbekannten den Spitznamen Deep Throat. Die Geheimnistuerei rund um diesen Informanten lässt ihn sehr bedeutend erscheinen. Aber wie wichtig ist Deep Throat wirklich für die Aufklärung von Watergate? 10. Oktober. Woodwards Artikel steht auf der Titelseite. Die Öffentlichkeit erfährt, es gab noch andere Überwachungsaktionen, die von Nixons Wahlkampfteam gesteuert wurden. Besorgt verfolgt Präsident Nixon die Berichterstattung. Weiß das Weiße Haus, wer der Washington Post die Informationen liefert? 7. November, Wahltag. Präsident Richard Nixon gewinnt in 49 Staaten, in allen außer Massachusetts. Der deutlichste Sieg in der Geschichte der USA. 8. Januar 1973. Die 5 Einbrecher von Watergate und ihre Hintermänner, Gordon Liddy und Howard Hunt, stehen vor dem Bundesbezirksgericht. Hunt bekennt sich in 6 Anklagepunkten für schuldig, darunter Verschwörung und das Abhören von Telefonen. 4 der 5 Einbrecher folgen seinem Beispiel und bekennen sich schuldig. Nur James McCord und Gordon Liddy plädieren auf nicht schuldig und weigern sich darüber zu sprechen, ob höhere Kreise involviert sind. Der Richter John Sirica vermutet eine größere Verschwörung. Er fragt die Einbrecher immer wieder, ob das Weiße Haus eine Rolle spielte. Ich kannte mich damals mit Gerichtsverfahren kaum aus und fragte jeden, ist das ungewöhnlich? Und sie sagten, ja, das ist ungewöhnlich. Richter Sirica stellt den Männern eine weitere Frage. Wer bezahlt die Anwaltskosten der Einbrecher? Sie sagen, sie wüssten es nicht. 20. Januar, Richard Nixon legt zum 2. Mal den Amtseid ab. Erst vor 2 Monaten wurden die letzten amerikanischen Truppen aus Vietnam abgezogen. Nun, da Amerikas längster und schwierigster Krieg endet, sollten wir unsere Differenzen wieder mit Höflichkeit und Anstand diskutieren. Der Präsident holt John Dean in seinen Führungszirkel. Er bittet den jungen Anwalt, sich um den Watergate-Skandal zu kümmern. Er soll den Informationsfluss in und aus dem Weißen Haus steuern. Nach Nixons Erdrutschsieg ist er nicht ganz sicher, was mit Watergate geschieht. Aber er weiß, was geschehen soll. Er will, dass es aufhört. Ich wurde praktisch zur Schaltzentrale der Vertuschung. 30. Januar. Die Jury fällt ihre Entscheidung. Liddy und McCord werden der Verschwörung, des Einbruchs und des Abhörens für schuldig erklärt. Doch es gibt keine Beweise für eine größere Verschwörung.
Richter Sirica fordert den US-Senat auf, Watergate zu untersuchen. Er sagt, ich bin immer noch nicht überzeugt, dass die relevanten Fakten einer amerikanischen Jury vorgelegt wurden. 7. Februar. Der Senat gründet einen Ausschuss, der herausfinden soll, ob es illegale Aktivitäten bei Nixons Wahlkampf gab. Dabei soll auch die Frage geklärt werden, hatte Präsident Nixon beim Watergate-Einbruch die Hand im Spiel? 23. März. Bei der Urteilsverkündung gegen die Watergate-Verschwörer liest Richter Sirica einen Brief des Einbrechers James McCord vor. McCord sagt, Zitat, die Angeklagten wurden politisch unter Druck gesetzt, sich schuldig zu bekennen und zu schweigen. Das klingt nach Verschwörung. Im ganzen Land interessiert man sich jetzt für Watergate. 6. April. John Dean, der junge Berater im Weißen Haus, kontaktiert Ermittler des Senats. Dean ist überzeugt, dass die Vertuschung von Watergate außer Kontrolle gerät. Er bietet an, alles zu sagen, was er weiß. 17. April. Der Präsident weiß, dass Dean mit den Ermittlern spricht und vertraut ihm nicht mehr. Bei einem vertraulichen Treffen fordert Nixon ihn auf, zurückzutreten. Dann schiebt er mir den Entwurf eines Briefes über seinen Schreibtisch und es ist ein offenes Geständnis. Nixon behauptet, er wolle auch seine Topmänner Haldeman und Ehrlichman entlassen. Dean weiß, dass beide an der Vertuschung beteiligt waren, doch ihm schwant, dass er zum alleinigen Sündenbock abgestempelt werden soll. Das war für mich nicht akzeptabel und ich sagte, ich möchte es schriftlich haben, dass auch Haldeman und Ehrlichman gehen. 29. April, Camp David. Nixon bittet Haldeman und Ehrlichman um ihre Kündigung. Später bezeichnet er das als eine der schwersten Entscheidungen seiner Karriere. In seinen Memoiren schreibt Nixon, dass er den Männern sagte, als ich letzte Nacht ins Bett ging, hoffte ich, fast betete ich, dass ich morgens nicht mehr aufwache. Dann verkündet er der Nation, er fürchte, sein eigener Stab sei in die Vertuschung von Watergate verwickelt. Man hat versucht, diese Fakten zu vertuschen. Sowohl vor der Öffentlichkeit als auch vor mir. Warum feuert Nixon seine engsten Berater? 17. Mai im Senat beginnen die Watergate-Anhörungen. Alle drei privaten Fernsehsender übertragen live. Die Anhörungen bestimmten alles. Die ganze Stadt war gefesselt. Man traf sich mit keinem, der nicht darüber reden wollte. Das hätte keinen Sinn. Justizminister Elliot Richardson ernennt am nächsten Tag Archibald Cox zum Sonderermittler. Er soll die Verbindung des Präsidenten zu Watergate untersuchen. Nixon hat nun eine strafrechtliche Ermittlung und die politische Untersuchung im Senat am Hals. 38 Tage später, John Dean, kürzlich noch Berater des Präsidenten, sagt vor dem Watergate-Ausschuss des Senats aus. Es war klar, wenn er auspackt, würde er die Bombe platzen lassen. Fast 8 Stunden lang liest Dean eine 245 Seiten lange Erklärung vor, live vor der Nation. Er erläutert den, wie Nixon es nennt, Wahlkampf der schmutzigen Tricks. Sein neuer Inlandsgeheimdienst machte Wanzen und Einbrüche nötig. Die Leute, die das live sahen, klebten am Fernseher. 28. Juni. Der republikanische Senator Howard Baker stellt Dean die Frage, die jeden beschäftigt. Die Kernfrage ist in diesem Moment doch einfach: Was wusste der Präsident und wann wusste er es? 16. Juli. Nixons kaum bekannter stellvertretender Assistent Alexander Butterfield wird befragt, zuerst vom republikanischen Rechtsberater Fred Thompson. Mr. Butterfield, wissen Sie von Abhörgeräten im Oval Office des Präsidenten? Ich wusste, dass es Abhörgeräte gibt. Ja. Was veranlasst den Ausschuss, nach Abhörgeräten im Oval Office zu fragen? Ich saß neben der bekannten Washingtoner Journalistin Mary McGrory und sagte, habe ich richtig gehört? Wenn es Tonbänder gibt, du meine Güte, was hat Nixon dann auf den Tonbändern gesagt? Die Neuigkeit von den Abhörgeräten schockiert Nixons Mitarbeiter.
Ich fühlte mich betrogen. Berater des Präsidenten zu sein, heißt doch, dass man ganz offen mit dem Präsidenten reden kann. Warum lässt Nixon seine Gespräche aufzeichnen? Sonderermittler Archibald Cox will die Tonbänder beschlagnahmen, aber er wartet damit eine ganze Woche. So lange ist Nixon nicht verpflichtet, sie herauszugeben. Er hätte sie einfach im Garten verbrennen können und wäre ungestraft davongekommen. Warum vernichtet Nixon die Bänder nicht? 23. Juli. Cox fordert die Tonbänder an. Nixon weigert sich monatelang, sie herauszugeben. 20. Oktober. Der Präsident weist Justizminister Elliot Richardson an, den Sonderermittler zu feuern. Richardson und sein Vertreter weigern sich. Stattdessen treten beide von ihren Ämtern zurück. Robert Bork, dritter Mann im Justizministerium, stimmt letztlich zu, Cox zu feuern. Die Presse titelt das Samstagabend-Massaker. Die Entlassungen lösen landesweit Wut aus. Ganz Washington spekuliert über die Amtsenthebung Nixons, falls er die Ermittler weiter behindert. Nixons Mitarbeiter katalogisieren und verschriften die Bänder. 21. November, es gibt ein Problem. Das Weiße Haus sagt, Nixons Sekretärin Rosemary Woods habe beim Abschreiben der Tonbänder versehentlich eine 18,5 Minuten lange Sequenz gelöscht. Sie zeigt, wie es passierte, und die Presse nennt ihre gestreckte Haltung Rosemarys Dehnung. Wurde das Band absichtlich gelöscht? 6. Februar 1974. Nixon hat die Herausgabe der Bänder um 6 Monate hinausgezögert. Das Repräsentantenhaus weist mit einer Mehrheit von 410-4 den Justizausschuss an, Nixons Amtsenthebung einzuleiten. 30. April. Nixon veröffentlicht redigierte Abschriften der Tonbänder. Die Bänder selbst gibt er nicht heraus. Doch die Amerikaner wundern sich über die vulgäre Ausdrucksweise ihres Präsidenten. Auf Partys setzten wir uns im Kreis und lasen die Abschriften laut vor. Sie waren voller gelöschter Kraftausdrücke. Wir haben viel gelacht. 24. Juli. Der oberste Gerichtshof weist Richard Nixon an, die Bänder herauszugeben. Das war sein K.O. Ohne die Tonbänder weiß ich nicht, ob wir ihn je dran bekommen hätten. Er hängte sich sozusagen an seinem eigenen Tonband. Das war die Tragik von Watergate. Von allen Bändern ist eine Aufnahme vom 23. Juni 1972 besonders verheerend. Die Presse sieht darin den eindeutigen Beweis, dass sich der Präsident 6 Tage nach dem Einbruch der Strafvereitelung im Amt schuldig gemacht hat. Es wäre sehr schädlich, wenn die Sache weitergeht. Das betrifft diese Kubaner, Hunt und all diese Machenschaften. Nixon sagt seinem Stabschef, eine Untersuchung des FBI würde die Einbrecher entlarven. 4 von ihnen waren als frühere CIA-Agenten in die Schweinebucht-Invasion 1961 auf Kuba involviert. Nixon fordert Haldeman auf, er solle CIA-Chef Richard Helms überreden, die FBI-Ermittlungen mit falschen Angaben zu stoppen. In dieser Unterredung weist der Präsident der Vereinigten Staaten seinen Stabschef an, die Watergate-Ermittlung zu behindern. Ein klarer Verstoß gegen das Gesetz. Man könnte sagen, es ist eine Art bizarre Komödie der Irrungen. Der Präsident glaubt, dass die ganze Schweinebucht-Geschichte wieder hochkocht. Doch CIA-Direktor Helms lässt sich nicht auf Nixons Plan ein. 27. Juli. Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses beschließt einen Artikel zur Amtsenthebung des Präsidenten wegen Strafvereitelung im Amt. Innerhalb von 3 Tagen werden 2 weitere Articles of Impeachment beschlossen, wegen Amtsmissbrauch und Missachtung des Kongresses. Mr. Rangel, aye. In 2 Wochen berät das Repräsentantenhaus darüber. Nixon droht die Amtsenthebung. Wie ist der Gemütszustand des Präsidenten? 9 Tage später, am 8. August 1974, wendet sich Nixon an die Nation. Ich habe noch nie gern aufgegeben. Mein Amt vor Ende der Amtszeit zu beenden, ist mir durch und durch zuwider.
Doch als Präsident muss ich die Interessen Amerikas an die erste Stelle setzen. Amerika braucht einen handlungsfähigen Präsidenten und einen handlungsfähigen Kongress. Daher werde ich morgen Mittag das Amt des Präsidenten niederlegen. Mit dem Rücktritt vermeidet er die wahrscheinliche Amtsenthebung durch den Senat. Hätte der Senat Nixon abgesetzt? Auch Jahrzehnte nach Watergate bleiben Fragen. Bei ihrer Betrachtung offenbaren sich das Ausmaß der Verschwörung und Nixons verzweifelter Überlebenskampf. Die erste Antwort erklärt den Einbruch im Watergate-Hotel. Wonach suchten die Einbrecher? Es heißt, sie suchten Informationen über Larry O'Brien, Vorsitzender des Demokratischen Nationalkomitees. O'Brien machte das Weiße Haus wahnsinnig. Er war der meistgesehene und gehörte Sprecher der Demokraten und eine Gefahr für den Präsidenten. Doch zu diesem Zeitpunkt stellen O'Brien und die Demokraten keine Bedrohung dar. Nixon hat einen zweistelligen Vorsprung vor dem demokratischen Kandidaten George McGovern. Warum also greifen Mitglieder des Komitees zur Wiederwahl des Präsidenten zu illegalen Mitteln? Nixon will die Wahl nicht nur gewinnen, er will triumphieren. Das wissen viele Leute nicht über Nixon. Er wollte mit der größten Mehrheit gewinnen, die es je bei einer Präsidentenwahl gab. Um einen Erdrutschsieg über die Demokraten zu erreichen, holt das Komitee den früheren FBI-Agenten Gordon Liddy ins Team, einen Stabsmitarbeiter im Weißen Haus. Liddy soll Nixons Gegner ausspionieren. Das Komitee gibt ihm ein Budget von $250.000 und den Auftrag, ins Hauptquartier des Demokratischen Nationalkomitees einzudringen. Liddy holt sich dazu Hilfe, den Ex-CIA-Agenten Howard Hunt. Im Wiederwahlkomitee gibt Nixon den Ton an, ein Mann getrieben von Misstrauen und Zorn. Was macht Nixon so paranoid? Er fürchtet, seine Gegner und die Presse könnten seine außenpolitischen Pläne untergraben. Als Nixon 1969 gewählt wurde, spaltete der Vietnamkrieg das Land in zwei Lager. Nixon wollte auf keinen Fall der erste US-Präsident sein, der einen Krieg verlor. Es hätte keine gefährlichere Zeit sein können. Ich stand oft im Garten des Weißen Hauses und fragte mich, ob das Land das überleben kann. Am 13. Juni 1971 veröffentlicht die New York Times die sogenannten Pentagon-Papiere, geheime Dokumente der Regierung über eine mögliche Ausweitung des Krieges in den Jahren vor Nixons Amtszeit. Nixon sieht in deren Offenlegung eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Der Ex-Militäranalytiker Daniel Ellsberg stahl die Papiere und spielte sie der Presse zu. Nixon bezeichnet das als das gewaltigste Leck geheimer Dokumente in der amerikanischen Geschichte. Wir wussten nicht, was er sonst noch hatte. Der Präsident sagte zu mir, Chuck, wir müssen alles tun, um diesen Mann zu stoppen. Als Reaktion gründet Nixon eine Spezialermittlereinheit und nennt sie The Plumbers, die Klempner, denn sie sollen Sicherheitslöcher stopfen. Das erste Ziel der Klempner ist der Antikriegsaktivist Daniel Ellsberg, der die geheimen Pentagon-Papiere an die New York Times durchsickern ließ. Die Klempner sollen alle erdenklichen Informationen über Ellsberg zusammentragen, einschließlich der Akte seines Psychiaters. Wir dachten, er hätte dem Psychiater vielleicht gesagt, was er sonst noch vorhat. 3. September. Im direkten Auftrag des Weißen Hauses brechen Howard Hunt, Gordon Liddy und ein paar angeheuerte ehemalige CIA-Agenten in die Praxis von Ellsbergs Psychiater im kalifornischen Beverly Hills ein. Aber sie finden Ellsbergs Akte nicht. 8 Monate später, einige der Männer des Ellsberg-Einbruchs dringen ins Watergate ein, in ein Büro der Demokratischen Partei, diesmal im Auftrag des Komitees zur Wiederwahl des Präsidenten. Nachdem das Büro verwanzt ist, kann Ex-FBI-Agent Alfred Baldwin alle Gespräche mithören.
Was erhoffen Sie sich davon? Sie wollen im Voraus wissen, was die Demokraten planen, aber die Mission scheitert. Baldwin macht sich detaillierte Notizen, doch er belauscht meist nur Klatsch und Tratsch unter Sekretärinnen. Ausgerechnet die Wanze im Telefon des Vorsitzenden Larry O'Brien ist defekt. 20 Tage später schickt Liddy sein Team erneut ins Watergate Hotel. James McCord, der Sicherheitschef des Komitees zur Wiederwahl des Präsidenten, überklebt den Schnapper an der Tür zum Treppenhaus. McCord nimmt an, dass der Wachmann das Klebeband zwar sehen, aber ignorieren würde, weil sich auch alle Putzkolonnen auf diese Weise das Leben leichter machen. Das war viel einfacher, wenn sie, beladen mit Eimern, Besen und Putzmitteln, die Türen einfach aufstoßen konnten. Das sahen wir und machten es nach. Wachmann Frank Wills sieht das Klebeband, entfernt es und dreht weiter seine Runden. Knapp eine Stunde später findet er den Türschnapper erneut überklebt vor. Nun ruft er die Polizei. Warum gibt die präparierte Tür Anlass zur Sorge? Der Wachmann weiß, die Putzkolonne ist bereits nach Hause gegangen. Ich wusste das nicht, der Wachmann schon. In den folgenden Monaten konzentriert sich die Presse auf die Watergate-Einbrecher und ihre Verbindung zum Komitee zur Wiederwahl Nixons. Was fürchten Nixons Berater? Ihre größte Angst ist, dass der vom Weißen Haus sanktionierte Einbruch bei Daniel Ellsbergs Psychiater ans Licht kommen könnte. Dass diese Männer die gleichen waren, die für das Weiße Haus arbeiteten, das hätten sie politisch nicht überlebt. Der Einbruch im Büro der Demokraten macht Nixons Stab weniger Sorgen als das, was die Einbrecher der Polizei über die Ellsberg-Geschichte erzählen könnten. 20. Juni. 3 Tage nach dem Einbruch trifft Nixon seinen Stabschef Bob Haldeman. 18,5 Minuten dieser Unterredung fehlen in den Tonbandaufzeichnungen des Weißen Hauses. Wurde das Band absichtlich gelöscht? Das ist wahrscheinlich, da es gleich 9-mal gelöscht wurde. Der Inhalt dieser Lücke geht aus Haldemans handschriftlichen Notizen hervor. Demnach besprach er die Watergate-Vertuschung mit Nixon. Er schreibt, der Präsident findet, wir sollten zu einem Ablenkungsangriff übergehen und nicht tatenlos zusehen. Obwohl das Weiße Haus versucht, die Watergate-Story zu unterdrücken, recherchiert ein Reporter der Washington Post weiter. Am 9. Oktober 1972 trifft Bob Woodward in einer Tiefgarage seine vertrauliche Quelle, die jahrelang nur als Deep Throat bekannt ist. Wie wichtig ist Deep Throat für die Watergate-Story? Das Geheimnis um seine Identität überzeichnet seine Bedeutung, aber seine Rolle war entscheidend. Im Herbst 1972 bekommt Woodward immer neue Hinweise von Deep Throat. Als Gegenleistung bewahrt er Stillschweigen über seine Quelle. Erst mehr als 30 Jahre später wird deren Identität offenbart. Es war der stellvertretende FBI-Direktor Mark Felt. Washington Post-Chefredakteur Ben Bradley weiß, dass Felts Gespräche mit Woodward nicht häufig waren, aber bedeutsam. Es gab 400 Stories rund um Watergate. Und Felt war nicht immer die Quelle. Aber er war eine unschätzbare Quelle, ganz klar. Nach dem Watergate-Einbruch ermittelt Felt gegen die Einbrecher. Er will mehr über den von Nixon sogenannten Wahlkampf der schmutzigen Tricks herausfinden. Doch das Weiße Haus behindert seine Bemühungen. Frustriert fordert Felt Woodward auf, tiefer zu graben. Weiß das Weiße Haus, wer der Washington Post Informationen zuspielt? Das Weiße Haus hat Felt im Verdacht. Als FBI-Chef Edgar Hoover 1972 stirbt, brüskiert Nixon Felt, indem er den Außenseiter Patrick Gray zu Hoovers Nachfolger macht. Stabschef Bob Haldeman hat Mark Felt im Visier. Das teilte er Nixon am 19. Oktober 1972 mit. Wir wissen, was durchgesickert ist und wer die undichte Stelle ist. Ist es jemand vom FBI? Ja. Jemand bei Gray? Mark Felt. Gegen Mark Felt ist der Präsident machtlos. Wenn er ihn als Woodwards Quelle entlarvt, kann Felt all sein Wissen publik machen.
Wenn wir gegen ihn vorgehen, lässt er alles raus. Er weiß alles, was das FBI weiß. Er hat Zugang zu allem. Am 15. Januar 1973 versetzt Richter Sirica Nixon den nächsten Schlag, als er die Watergate-Einbrecher nach einer Beteiligung des Weißen Hauses fragt. Als sie das bestreiten, will Sirica wissen, wer bezahlt die Anwaltskosten der Einbrecher. Das Komitee zur Wiederwahl des Präsidenten bezahlt die Verschwörer von Nixons Wahlkampfgeldern. Dieses Schweigegeld sorgt zunächst für Ruhe. Doch das Komitee würde auch in Zukunft für das Schweigen der Männer bezahlen müssen. John Dean ist klar, die Watergate-Vertuschung gerät außer Kontrolle. Diese Männer halten nicht ewig still und die Ermittlungen hören nicht einfach auf. Ich sagte, jemand muss zum Präsidenten gehen und die Bombe platzen lassen. 21. März. In einem fast zweistündigen Vier-Augen-Gespräch macht Dean Nixon klar, dass die Schweigegeldzahlungen niemals enden werden. Das ist wie ein wachsendes Krebsgeschwür am Präsidentenamt. Das Problem der andauernden Erpressung ist, dass sie Geld kostet. Wie viel Geld brauchen Sie? Ich schätze, diese Leute kosten uns in den nächsten paar Jahren $1 Million. Das können wir besorgen. 29. April. Der Präsident entlässt die Schlüsselfiguren John Dean, Bob Haldeman und John Ehrlichman. Warum feuert Nixon seine engsten Berater? Er will seine Präsidentschaft retten und sich von allen trennen, die in Watergate verstrickt sind. Der Historiker und Nixon-Experte Stanley Cutler meint, dass dieser Schuss nach hinten losging. Nixon hofft, dass er dadurch das Problem los wird. Aber das wird er nicht. Er legt nur eine weitere Schicht frei und macht sich selbst verwundbarer. Am 16. Juli sagt Nixons früherer Assistent Alexander Butterfield dem Senat, dass Nixon ein geheimes Abhörsystem hatte. Was veranlasst den Ausschuss, nach Abhörgeräten im Oval Office zu fragen? Ein Mitarbeiter des Senatsausschusses fand das eher zufällig heraus. Schon bevor Butterfield vor dem eigentlichen Ausschuss aussagt, wird er von dessen Mitarbeitern befragt. Sie suchen nach Beweisen für Nixons Mittäterschaft. Ich hielt sie 4,5 Stunden lang hin. Dann fragte mich einer ganz direkt und ich sagte, schade, dass Sie das gefragt haben. Die Antwort ist ja, es gab Abhörgeräte. Warum ließ Nixon seine Unterredungen aufzeichnen? Die Tonbänder waren für seine Memoiren bestimmt. Seit Franklin Delano Roosevelt ließen US-Präsidenten Unterredungen im Oval Office heimlich aufnehmen. Nixon installierte das bis dahin umfangreichste System aus Mikrofonen und Wanzen. Als das bekannt wurde, hätte er die Bänder löschen können, da sie sein Eigentum waren. Warum vernichtete Nixon die Bänder nicht? Er hatte vor, die heikelsten der Aufzeichnungen zu löschen, aber er tat es nicht. Als Butterfield im Juli 1973 die Existenz dieses Abhörsystems enthüllt, liegt Nixon mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Er bittet seinen Ex-Stabschef Bob Haldeman um Hilfe. Nixons Rechtsberater Leonard Garman sagt, dass nur Haldeman die Aufzeichnungen kannte, einschließlich des Gesprächs am 21. März, als John Dean von einem Krebsgeschwür am Präsidentenamt sprach. Haldeman war dafür, die Bänder zu behalten. Er dachte, dieses Gespräch und auch ein paar andere würden dem Präsidenten eher helfen, als ihn zu belasten. Im Juli 1974 verabschiedet der Justizausschuss des Repräsentantenhauses den dritten und letzten Artikel für die Amtsenthebung des Präsidenten. Wahrscheinlich würde das Repräsentantenhaus diesen Antrag annehmen. Nur wenn der Senat Nixon in allen Punkten entlastet, könnte er im Amt bleiben. Hätte der Senat Nixon abgesetzt? Ja, selbst seine Parteifreunde wollten ihn loswerden. Am 7. August kommt der republikanische Senator Barry Goldwater mit schlechten Nachrichten ins Weiße Haus. Nixon hat nicht mehr genug Stimmen im Senat. Eine Zweidrittelmehrheit wird ihn schuldig sprechen.
Barry Goldwater und ein paar andere Republikaner gingen zu ihm und sagten: Mr. President, das Spiel ist aus. Die Absetzung drohte. Wie ging es dem Präsidenten damit? Er war launisch, unruhig und erschien selbstmordgefährdet. Nixon trifft seinen Stabschef Alexander Haig, dessen militärische Vorgeschichte er kennt, und sagt zu ihm wörtlich: Sie wissen, wie man mit solchen Problemen umgeht. Man hat eine Pistole in der Schublade. Ich habe keine Pistole. 8. August. Präsident Nixon stürzt schließlich doch über den Watergate-Skandal. Morgen werde ich das Amt des Präsidenten niederlegen. Nach seiner Rücktrittserklärung wandert Nixon bis 1:30 morgens durch die Räume des Weißen Hauses und denkt über den drittklassigen Einbruch nach, der seine Karriere beendete. Und noch Jahre später fragte sich die Nation: Hatte Nixon beim Watergate-Einbruch die Hand im Spiel? Es gibt keinen sicheren Beweis dafür, dass er an der Planung oder der Ausführung beteiligt war. Allerdings gründete er das Team der Klempner und duldete stillschweigend solche verdeckten Operationen wie Watergate, auch weil er immer wieder neue Informationen über seine Gegner forderte. Die Entscheidung für den Einbruch ist das Ergebnis vieler Gespräche, bei denen Nixon zu seinen Mitarbeitern sagte: Wir müssen mehr über sie herausfinden. Am 9. August 1974 verlässt Richard Nixon das Weiße Haus. Eine wichtige Frage ist immer noch offen. Was wusste der Präsident und wann wusste er es? Nixons Verbrechen war die Vertuschung von Watergate, die er arrangierte. Damit machte er es möglich, dass der Watergate-Skandal die Macht und den Ruf des Präsidentenamts beschädigte. Nach Watergate beschließt der Kongress mehrere Maßnahmen, um Nixons Politik entgegenzuwirken. Er streicht die finanzielle Unterstützung für die Regierung von Südvietnam, die daraufhin stürzt. Er stellt sich gegen Nixon und beschließt, dass Präsidenten der USA militärische Konflikte nur noch mit Zustimmung des Kongresses führen dürfen. Und um ähnliche Skandale zu verhindern, verlangt er von Kandidaten, zukünftig ihre Wahlkampfspenden offenzulegen. Meine Landsleute, unser langer nationaler Albtraum ist vorbei. Einen Monat nach Nixons Rücktritt begnadigt ihn Präsident Gerald Ford. Viele sehen das als Abschluss der Skandalgeschichte. Zwei Jahre später verlieren die Republikaner das Weiße Haus an den demokratischen Außenseiter Jimmy Carter. Er verspricht dem Land eine neue Ära der Ehrlichkeit im Weißen Haus. 1994 stirbt Richard Nixon mit 81 Jahren. Jeder noch lebende frühere US-Präsident kam zu seiner Beerdigung. Im Mai 2005 gelangt Watergate noch einmal ins öffentliche Bewusstsein. Der kranke Mark Feld offenbart nach 33 Jahren des Schweigens, dass er Bob Woodwards Quelle Deep Throat war. Trotz seiner 28 Jahre langen politischen Karriere wird Nixon immer mit Watergate in Verbindung gebracht werden. Was lehren alle Schulbücher der amerikanischen Geschichte über Richard Nixon? Das wird immer mit diesem Satz anfangen. Richard Nixon war der erste Präsident der USA, der aufgrund eines Skandals zurücktrat. 3 Jahre nach dem Rücktritt sagte Nixon in einem Interview wörtlich: Ich habe das amerikanische Volk enttäuscht. Und ich muss diese Last für den Rest meines Lebens tragen.